Hallöchen, mein lieben Freunde, der Toffer ist wieder da. Bei Let's Play Terraria hängt manchmal, okay. Ich habe im, zwischen den letzten beiden Folgen, also zwischen der letzten und dieser Folge, habe ich etwas den Dschungel nochmal erkundet. Und, da ging noch ein bisschen weiter hier hoch, in die Ecke. Und hab da einiges noch an Zeugs gefunden, was ich in dieser Kiste gelagert habe. Und wir werden da jetzt reinschauen. Ich habe zum einen diesen wunderschönen Spiegel gefunden. Ich habe neue Hermesstiefel. Ich habe die Dschungelrose, ein wunderschönes Teil. Eine wilde Klaue. Eine Fußkette des Windes. Honey Dispenser. Die Fesseln habe ich. Ich habe die Spike Shoes gefunden. Und eine Flosse. Und ich weiß zufällig, dass wir die Fußfessel hiermit kombinieren können. Wenn wir jetzt getroffen werden, bekommen wir Mana zurück. Ist eine super Sache. Wir können trotzdem mal alles hier raus tun, was wir haben. Mal gucken, ob wir noch irgendwas kombinieren können. Was ja eigentlich ganz cool wäre. Können wir natürlich nicht. Okay, dann alles hier schön ins Inventar reinräumen. Die Geisterstiefel dürfen nicht fehlen. Das. Jetzt die Frage, brauchen wir diesen komischen Wiederbelebungsband. Bewegungstempo ist nett. Nahkampftempo brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Wo können wir die denn hinsetzen? Achso, die können wir in der Hand halten. Wobei, ist ein Mode-Item, ne? Na, egal. Wir gucken mal unten, ob wir da noch irgendein anderes Item haben. Was wir dafür nicht zweckentfremden könnten. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir hätten noch im Angebot eigentlich nichts. Hier macht 2 Schaden mehr. Nehmen wir den Schaden, mein Gott, ne? Ich meine, was kostet die Welt? Packen wir den Rotz alles mal hier rein. Können wir auch demnächst mal ausräumen. Haben wir jetzt aber keine Zeit für, denn wir machen uns auf den Weg hierhin. Es ist Nacht, wir können den armen Halunken besiegen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wo steht denn der Mond? Weiß das jemand? Zufällig? Nee, ne? Gut, ich nehme mich auch nicht. Ich brauche noch so ein dieses gelbe Teil. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwas mit Schnürsenkelkappe, keine Ahnung. Damit können wir noch ein paar coole Upgrades machen. Was heißt ein paar? Wir können ein cooles Upgrade machen. Und ja, vielleicht finden wir das ja im Dungeon unten. Hier, genau, hier habe ich auch ein bisschen abgebaut gehabt. Zwischen den Folgen. Weil ich mir dachte, ey, bist du mal cool und baust ein bisschen den Meteoriten ab. Er hat mich einfach gestört, wie er da stand. Und deswegen habe ich gedacht, oh, komm hier. Reißen wir mal ein bisschen ab. Was kostet die Welt? Oh, was mache ich denn hier? Bin ich denn ein bisschen bekloppt? Vielleicht? Einmal den Berg hoch. Und ab zum Dungeon. Ich bin ja... Ach, der Mond ist da vorne. Da ist ja... haben wir Blutmond demnächst, merke ich gerade. Ja, die Kiste haben wir wahrscheinlich schon geplündert, genau. Komm, ihr geht immer sterben hier. So, du bist weg. Das ist schön, das freut mich. Ja, da hat der Mond gerade kurz einmal durchgelugt. Ja, ihr müsst mich jetzt nicht weiter verfolgen. Eure Sternstunden sind vorbei, meine lieben Freunde. Wir dürften auch gleich angekommen sein. Hoffe ich.
Gehe ich von aus? Dauert länger als ich quasi. Ja, gut. Da sind wir auch schon. Hallo. Ich habe den Stab nochmal neu aufgewertet. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Schaden drauf und ein bisschen mehr Tempo. Oh, komm, immer schön auf die Fresse geben. Ist auch schön, wie ich jetzt einfach mal so selbstbewusst an die ganze Sache drangehe. Und davon ausgehe, dass ich das schaffen werde hier. Ich habe mir auch keine Mana-Tränke mitgenommen, merke ich gerade. Was eine, sagen wir mal, ganz schön behinderte Idee war. Ich sollte mit dem Mana vielleicht etwas sparsamer umgehen oder mich öfter treffen lassen. Wir haben ja den Effekt, dass wir Mana bekommen, wenn wir getroffen werden. Das heißt, wir können uns ruhig ein paar Mal treffen lassen. Durchaus. Müssen wir sogar jetzt. Ja, genau. Treff mich ja ein bisschen hier. Damit ich hier wieder ein bisschen auf die Fresse geben kann. Komm, mach mal hier, aua. Genau, so läuft das gut. Wenn ich jetzt auch noch treffen würde, wäre ich als Skeleton-Killer ganz weit vorne. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Immer schön auf die Fresse geben. Komm, ja, sicher, so muss das. Komm, ihr ganz feiner Skeleton bist du. Ja, hau mich doch mal. Das riecht nach deinem Ende, Skeleton. Da ist das Ende von Skeleton Prime. Meine lieben Freunde, wir haben nicht mal eine Ja gut, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Dass wir nicht einmal eine Trophäe dafür bekommen. Aber gut. Jetzt können wir hier zumindest mal runtergehen und ein bisschen forschen. Ich suche auch mein cooles Zauberbuch. Mein Waterbolt, so heißt der, meine ich. Der ist ja auch irgendwo hier unten. Werde ich finden, hoffe ich. Oh, guck mal, dieses Skelett da an der Wand. Das sieht glücklich aus, dass es da liegen darf. Kein Waterbolt. Steht noch ein Buch? Auch kein Waterbolt. Aber der erste Schlüssel, passend zur ersten Truhe. Gönnen wir uns doch mal, ne? Ah, okay. Alles ausräumen. Da haben wir den ersten Schattenschlüssel. Der erste Shadow Key gehört uns. Und ich bin quasi erstaunt, wie wenig Gegner hier sind. Oh, da haben wir direkt einen goldenen Schlüssel gefunden wieder. Ah, da ist ein Gegner. Immer gut. Und diese blauen Kerzen alle wegmachen. Denn die erhöhen die Monster-Spawn-Rate. Oh, da habe ich mir selbst wehgetan. Da habe ich aus Versehen selbst verletzt. Da haben wir unsere Redstone-Uschi bekommen.
Die Pfeilfalle kommt direkt mal ab hier. So lassen wir nicht mit uns umgehen. Ja, wo bleibt denn dieser Waterbolt hier? Kommst du nochmal weg hier? Alles schön nach und nach erkunden. Okay, da unten haben wir jetzt ein bisschen Action. Action-Smaction. Wo wir aufräumen müssen. Du da oben ist auch weg. So. Da haben wir einen weiteren Schlüssel, der uns entgegengesprungen kommt. Ich hatte das mit den Schlüsseln schwieriger in Erinnerung, muss ich sagen, tatsächlich. Aber ist auch, glaube ich, immer so eine... So ein bisschen Zufall, ne? So, weg mit dir. Das ist ja auch ein schöner Raum hier rechts. Diese Abstellkammer. Eine hübsche Abstellkammer für den Toffer. Also der Spaß hier unten kommt direkt mal weg. Ach, können wir noch gar nicht richtig abbauen, okay. Ja, dann lassen wir das mal da stehen. Ist auch schön, hat Charme. Gehört ja auch so ein bisschen zum Interieur. Aber wo ist dieser verdammte Waterbolt? So, du musst erstmal dran glauben. Dann bist du dran. Ich glaube, das war ein rotes Buch, was hier mal stand dann. Oder habe ich den vielleicht schon? Ich habe ihn sogar schon, den Wasserbolzen. Da ist er doch. Guck mal, der läuft doch schön. Der läuft schön durch. Aha, hier haben wir eine Wasserkiste. Die wir natürlich nicht öffnen können. Oh, das Schild, das ist gut. Ich baue auch immer gerne die Kisten danach ab. Nicht, dass ich mich nachher freue, dass ich eine Kiste finde. Aber da ist gar nichts mehr drin. Wisst ihr, was ich meine? So. Einmal kurz Licht machen. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Muss ich schmerzlich feststellen. Habe ich denn zumindest noch Schlüssel hier? Alles ausräumen, alles meins. Wir gucken uns nachher genau an, was wir hier in unserer kleinen Loot-Runde alles finden. Dich habe ich vermisst so ein bisschen hier schon. Ja, ja. Oh, da ist der Merchant eingetroffen. Sollten wir gleich auch mal gucken. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Aber ich habe einen Knochenstab. Okay, merken wir uns, hier unten ist noch eine Kiste. Wir brauchen aber erstmal Schlüssel. Und diese komischen... Ah, da unten ist er jetzt. Ah, da ist gerade ein... Just in Moment ist da ein Slime gespawnt. Der gesagt hat, hey du, ich überlasse dir meinen Schlüssel. Kein Ding.
Recall Potion können wir. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? So ein Quatsch. So, den Rest hier ausgeräumt. Ich habe auch keine Karte zur Orientierung an, merke ich gerade. Dann ist noch so eine schöne Kiste, die wir nicht öffnen können. Wir können aber weitere Wege noch gehen. Du musst dran glauben. Oh, da ist ein Schlüssel. Den Schlüssel brauche ich. Dafür schmeiß ich den Stachel hier weg. Teleports to random location. Was ist das für ein Müll? Aber okay, hat wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung. Ich meine, die würden sowas ja nicht programmieren. Wenn es sich irgendeinen Nutzen haben könnte, ne? So, wieder schön die Kerzen abbauen. Nein! Nein! Habe ich jetzt echt all meine Sachen da reingeschmissen? Bin ich denn des Wahnsinns? Habe ich irgendwas genommen, was mich jetzt... Was hat mich denn da geritten? Naja, ich werde mich auf den Weg machen. Und im nächsten Part werden wir unsere Sachen wiederholen und den Rest. Boah, wir können gucken, was der Merchant hier verkauft hat. Der ja irgendwo rumtouren sollte. Hallo? Der reisende Händler, sind Sie hier irgendwo? Oder war das der Typ hier mit dem Hut? Mal auf die Karte gucken. Irgendwie ist hier niemand, ne? Trisha? Sie? Naja, gut, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, alles Gute und ciao, euer Toffer.